Ihr 250. Gast ist die australische Dirigentin Simone Young, die an fast allen großen Häusern dirigiert hat und letztendlich dann langjährige Direktorin der Hamburger Oper war. Jetzt kehrt sie für ein Gastspiel wieder nach Wien zurück, an die Wiener Staatsoper. Und Barbarett hat sie bei den Proben zu Verdis Aida besucht und mit ihr über die Arbeit des Dirigenten gesprochen, aber auch, warum Simone Young nur in High Heels dirigiert. Simone Young an ihrem Arbeitsplatz in der Wiener Staatsoper. Das Haus kennt sie gut. Ihr Debüt feierte sie hier 1993 mit La Bohème. Wie haben Sie eigentlich Ihre Musikalität entdeckt? Ich glaube, es war einfach drin. Genau wie man bei einem Kind eine Neigung zum Sport oder zum Laufen oder zum Malen oder Skizzen. Bei mir war der Drang immer dort zum Klavier, zur Musik. Von Anfang an, ich glaube, es war nicht zu übersehen. Obwohl Sie ja nicht aus einem musikalischen Elternhaus sind. Nee, wir waren absolut nicht Musikerhaushalt, aber meine Oma hatte ein Klavier, wie es sich gehört, in eine Familie. Und ich ging auf eine Nonnenschule und da war eine Schwester Cecilia, selbstverständlich. Heilige der Musik. Heilige der Musik. Und sie hat Klavierunterricht gegeben und ich durfte Klavierunterricht nehmen und war sofort wie zu Hause. Ich glaube, es war ein Zufall, dass Sie draufgekommen sind, dass Sie ein absolutes Gehör haben. Wir sind draufgekommen, als ich erst 10 oder 11 war und habe Flöte gelernt. Und ich stand draußen, wartete auf meine Flötestunde. Und die Studentin vor mir hat irgendwas Hübsches gespielt. Und ich kam rein und sagte der Lehrerin, dass ich das Stück lernen wollte. Und sie sagt, welche? Und sagt, das Stück in G-Dur. Aha, wieso weißt du, dass es in G-Dur ist? Ja, weil es im G-Dur ist. Für mich war das, wie jemand fragt, wieso weißt du, dass das rot ist? Ist rot. Und dann hat sie gesagt, aha, komm zum Klavier und hat das dann ausgetestet. Und ich war überrascht, dass nicht jeder so hört. Angeblich ist es irgendwie in den Genen drin. Beim Dirigieren ist nicht nur ihr absolutes Gehör wichtig, auch Fingerspitzengefühl ist gefragt. Simone Young ist eine der wenigen Frauen, die als Dirigentin erfolgreich ist. Auch sie muss sich durchsetzen. Trotzdem müssen Sie das auch organisieren wie ein Feldherr. Ja, also man das schon. Man spürt das ja. Das heißt, der Kopf muss gleichzeitig laufen zu den Ohren, zum Körper und am besten denkt man gar nicht nach. Ja, also Zeit zum Nachdenken gibt's nicht. Man muss die Partitur bei so einer Szene, wo also der Chor hier in Wien, ein großartiger Staatsopernchor, ist ja klar, und die hervorragende Philharmoniker spielen im Orchestergraben. Also das ist schon erstmal ein großes Geschenk. Aber ein Chor singt einfach besser, wenn der Dirigent auf dem Chor achtet, ist ja klar. Ich neige sehr dazu, sehr groß zu dirigieren. Ich bewundere die alten Meister, die man sieht, so mit einer Handbewegung, die das alles geführt haben. Ich kann das nicht. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch und das muss irgendwie raus. Und solange ich solche Ergebnisse bekomme, wie der Chor mir hier das bringt, dann irgendwas muss stimmen. In der Oper sieht man sie ja nicht ganz, aber im Konzert sieht man sie ganz. Und da haben sie immer schon ganz ordentliche Stöckelschuhe an. Ja, die High Heels sind halt so ein Tick. Als ich anfing, also ich habe früher viel Ballett gemacht und Balletttänzerinnen gehen sehr gern auf High Heels. Und mein erster Chef, als ich anfing in der Oper in Sydney, als junge Pianistin und Assistentin, mein erster Chef war so ein 2-Meter-Mensch. Und ich bin ganz klein, 1,64, und ich fühlte mich einfach sehr klein neben ihm. Da habe ich die höchste Schuhe gefunden, die ich konnte, damit ich ein bisschen mehr Stand hatte. Und jetzt fühle ich mich einfach wohl. Irgendwann werden die Knochen sagen, nicht mehr, aber noch geht's. Was ist das Schönste in Ihrem Beruf? Ja, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich muss sagen,
ich muss es nur wiederholen, hier in Wien mit diesem herrlichen Orchester, großartiger Chor und Sänger, die auf der Bühne stehen, wo man eigentlich am Ende der Probe dankbar nach Hause gehen muss. Sie sagen, mit solchen Stimmen darf ich diese Musik machen, die eigentlich alles können und wo man sich selber wirklich in Bahn halten muss, dass man manchmal nicht zu Tränen gerührt wird.